Bei mir zu Gast ist heute Thomas Hanke. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich, Claudia. Ich freue mich auch hier zu sein. Lieben Dank für die Einladung. Ja, also ich habe schon ganz, ganz viel von dir auf LinkedIn gesehen und auch auf YouTube und habe mir auch schon Tipps geholt, weil du bist ja der Technikmentor und bringst quasi andere dazu, wie man Webinare oder Online-Seminare eben professionell umsetzt und da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringst oder das auch leichter machst. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und freue mich total, dass du jetzt heute so ein paar Tipps mit uns teilst. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich bin auch schon gespannt, wo uns unser Gespräch hier heute hinführen Ja. wird. Und ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ja, also ich habe jetzt sehe schon so gleich so in dein Bild hinein. Du hast es schon ganz so professionell. Also auf der einen Seite ist es hinten. Man sieht zwar noch was, man sieht aber auch dein Logo. Da frage ich mich schon gleich, wie kriegst du da das Logo so rein? Und trotzdem im Hintergrund ist was zu sehen. Das würde mich jetzt schon wieder ganz interessieren. Da sprichst du ja schon wieder ein paar Themen an. Also zum Okay. einen, fangen wir mal an mit dem Hintergrund. Warum ist der Hintergrund so leicht verschwommen? Ja, es gibt ja in Zoom oder Teams gibt es die Möglichkeit, den Hintergrund komplett zu verblurren. Ich glaube, in Teams gibt es mittlerweile einen neuen Modus, der nennt sich Porträtmodus, der sowas auch so ein bisschen nachahmt. So eine ganz, ganz leichte Tiefenunschärfe ist es ja eigentlich. Und auch hier die Telefone, die neuen gerade hier im das iPhone kann es relativ gut so eine leichte Tiefenunschärfe reinmachen und die rechnen das rein und die schneiden dich im Prinzip mit einer KI aus und dann wird es so ein bisschen unscharf. Ja. Also im Prinzip das ist ja ungefähr selbe Technik, wie jetzt auch so gerade dein virtueller Hintergrund rein geblendet wird. Zoom erkennt dich und setzt dir halt einen anderen Hintergrund hinten rein. Das, was du jetzt bei mir siehst, ist ja, eine Kamera, die das macht. Das ist eine, jetzt keine normale Webcam. Es ist eher eine Art Spiegelreflexkamera, die halt mit einem großen Objektiv dann halt diese Okay. Tiefenunschärfe macht. Deswegen ist es auch einfach so sauber. Und egal, wie schnell ich mich hier bewege hin und her, es ist halt immer irgendwie alles scharf und alles, da und irgendwo, sauber aufgeschnitten. Ja. Das Logo ist ein Programm, nennt sich OBS Studio. Ah, Vielleicht okay. schon mal gehört. Ja. Irgendwo, meistens ist es so, man lädt das hier das Programm runter. Es ist ein kostenloses Programm, es ist ein Open-Source-Programm. Man lädt es sich runter, macht es einmal auf, schlägt die Hände über den Kopf und macht es wieder zu und nie wieder auf. Weil OBS Studio hat einen großen Vorteil, einen großen Nachteil. Der große Vorteil ist, OBS Studio kann wahnsinnig viel und der große Nachteil ist, OBS Studio kann wahnsinnig viel. Und genau, kann einen erstmal irgendwie erschlagen. Aber wenn man im Prinzip so die Knöpfe ja sich raussucht, die man wirklich braucht, wird das Programm auf einmal wahnsinnig leicht und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja, ich kann quasi das Logo einblenden, ich kann hier mein iPad einblenden und kann da mal eben kurz hier mal kurz was zeichnen und quasi hier direkt im Bild ja Dinge erklären und durchgehen, ohne jetzt ein Flipchart hinter mir stehen zu haben oder irgendwie mal eine PowerPoint einblenden, kurz mal hier durch die einzelnen Punkte durchspringen oder lass es ein Pausentimer sein, der irgendwie jetzt runterläuft. Oder, ja, das ist so, da kratzen wir jetzt gerade so mit diesem Logo und den Anwendungen an der Oberfläche, was so OBS Studio kann. Und das kann ich halt nutzen für ja, meine Trainings, für meine Online-Calls oder auch für meine Videos. Ja, die ich auch meistens in OBS Studio aufnehme. Also ich habe das auch runtergeladen, aber ganz so wie du sagst, habe ich es dann auch nie wieder benutzt, weil eben genau, ich habe dann so gedacht, oh Gott, jetzt blicke ich nicht durch, das ist mir, oh Gott, was muss ich jetzt hier tun? Also es war jetzt schon für mich doch zu anspruchsvoll, obwohl ich gerne Technik mag. Aber wenn ich das so sehe, was du damit machst, muss ich mich, glaube ich, nochmal genauer damit auseinandersetzen. Hast du da ein Video dazu? Gibt es da etwas, was wir anschauen können, dass wir das oder ja. Ich glaube, da gab es mal irgendeinen Videobeitrag auf LinkedIn. Da habe ich zumindest jetzt mit dem iPad mal erklärt, wie das funktioniert. Und wo du sagst, vielleicht wird es mal wieder Zeit für einen LinkedIn-Videobeitrag. Was ist OBS Studio? Ja, Ja, genau. kommt.
Weil eigentlich, ja, also ich habe die Empfehlung schon öfter bekommen und dann habe ich es runtergeladen und dann habe ich immer gesagt, oh Gott, ich bin hier gerade überfordert. Aber ja, wenn man so tolle Sachen damit machen kann, muss man sich wahrscheinlich einfach besser damit auseinandersetzen. Okay, danke für den ersten Tipp. Also wir merken uns OBS-Studio für alle die, die gerne ein bisschen abwechslungsreicher das irgendwas ins Bild schieben wollen. Ne? Ja, genau. Okay, cool. Haben wir sonst eine Chance? Also bei mir ist es jetzt nicht so scharf wie bei dir. Muss es immer eine Spiegelreflexkamera sein oder kriege ich das vielleicht auch noch besser mit einer Beleuchtung hin, dass ich ein Hintergrundbild habe, aber dass ich nicht so schwimme? Die KI von Zoom und Teams und Co., die wird immer besser. Und ich glaube auch, dass im Prinzip das in den nächsten 5 Jahren, dass sich, glaube ich, das deutlich verbessern wird nochmal und dass das einfach dann auch passé ist, wir quasi dann auch sauber ausgeschnitten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die einzige Möglichkeit, dass du dir quasi eine Art Greenscreen holst. Also es ist im Prinzip hier ein grüner Hintergrund, der einfach dann sauber ausgeleuchtet wird und das Programm, ja, Zoom Teams oder auch OBS Studio erkennen diese grüne Farbe. Und dann wird halt dein, ja, einfach sauber ausgeschnitten. Ja, Problem wirst du immer haben, gerade bei blonden Haaren und gerade bei lockigen Haaren, weil ja, blonde Haare haben einfach eine geringere Pigmentierungsdichte, wie man es auch immer nennen mag, und das Grün wird immer leicht durchschimmern. Das heißt, kannst du quasi mit einer guten Beleuchtung, ich dachte schon mal, wie die Dreipunktbeleuchtung gehört, zwei Leuchten von vorne, eine Leuchte von hinten und dann noch diesen grünen Hintergrund nochmal sauber ausleuchten. Man sieht jetzt hier gerade so in dem Bereich, dass Bisschen das Schatten. Grün so einen leichten Schatten hat, ja, und da kann so ein Tool oder eine KI wie Zoom Teams da schon mal ihre Schwierigkeiten haben, dass sie das Grün als Grün erkennt und denkt, ah, das hier hinten ist aber ein anderes Grün. Also irgendwas passt da nicht. Und dann fängt es an, so zu flimmern und zu flirren. Und ja, beim Greenscreen ist einfach saubere Ausleuchtung von dir als Person und auch vom Grün ja einfach super wichtig, um da einfach einen sauberen, ja, um dich sauber auszuschneiden. Und dann hast du auch diese Schwimmhäute nicht mehr zwischen den Händen, dann kannst du auch Dinge, wenn du mal irgendwelche Zettel oder irgendwas hochhältst, wenn du es jetzt gerade machst, wird es ja quasi dann auch irgendwo ganz genau, dann passiert genau das. Und wenn du quasi ein grünes Tuch, ein Greenscreen, irgendwas hinter dir hast, was auch den kompletten Bildausschnitt halt füllt, dann auch von ja, Zoom und Teams auch als grün erkannt und ja, ist einfach dann sauberer. Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel bei mir für mich jetzt irgendwie. Also ich habe auch schon viel darüber nachgedacht, aber ich habe halt einfach nicht die Möglichkeit, weil bei mir ist einfach hinten, ja, wenn ich jetzt meinen Hintergrund rausnehme, ist einfach sehr viel Platz nach hinten. Ich kann auch nicht nach oben, von der oben, von der Decke das runternehmen. Also es funktioniert für mich jetzt zum Beispiel nicht mit dem Greenscreen und ich denke mal für manche vielleicht auch nicht. Ich weiß, das ist ein wichtiges Element, aber ich habe jetzt auch keine Lust, 5 Jahre zu warten. Also meinst du, es ist aber ein Beleuchtungsthema auch? Also ist es dann leichter oder kann man es damit auch Man lösen? kann es, man kann es der KI einfach machen, indem der Hintergrund einfach aufgeräumt ist und dass du im Prinzip für Lichtverhältnisse schaffst, die auch ja, gut sind. Ja, zum einen von vorne, zum anderen noch von hinten. Jetzt habe ich gerade bei dir gesehen, du hast von hinten ein Fenster, was halt reinstrahlt. Und es gibt dir quasi zum einen auf der einen Gesichtshälfte gibt es dir quasi ein bisschen ja, einen sehr hellen Fleck und der helle Fleck ist auch gleich bei dir hinten an der Wand gewesen. Und jetzt denkt die KI, okay, hier ist irgendwie hell und da hinten an der Wand ist irgendwie auch hell. Gehört das vielleicht zusammen oder ist das vielleicht irgendwie, sind da noch irgendwie Haare? Also kann eventuell zu einer Verwirrung führen, wenn der Hintergrund unruhig ist. Gleiche wäre zum Beispiel, wenn du vor so einem großen Bücherregal sitzt und da ganz, ganz viele verschiedenfarbige Bücher drin sind und dann hast du noch irgendwie so eine große Mähne, vielleicht bei meiner Frisur vielleicht irgendwie nicht ganz so dramatisch, ja. Und das kann dann einfach von den Kontrasten sehr verschwimmen. Gerade wenn du dunkle Haare hast, dunkle Bücher, vielleicht noch so ein klassisches Nussbaumregal, wie man es irgendwie so hier und da mal in dem Büro stehen hat, dann ist es der KI nicht ganz klar. Sind das jetzt gerade braune Haare oder ist das irgendwie das braune Regal? Oder dann
machen die halt so ein Zwischending und dann sieht es halt komisch aus. Ja, verstehe ich. Okay, ja, danke schön. Jetzt ist es ja oft so, was wir im Online-Seminar oft haben, ist, dass es ist irgendwo ein bisschen langweilig. Ja, also wir brauchen manchmal zu lange, um von einem zum anderen zu kommen. Ja, dann dauert es immer eine Weile. Oder es ist halt irgendwo zu wenig Haptik drin, zu wenig Material. Hast du da Tipps, wie wir quasi das ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können? Du hattest jetzt schon mit OBS das beschrieben, was schon ein wichtiger Punkt ist. Hast du noch einen anderen Tipp? Tatsächlich arbeite ich genau deswegen mit vielen Trainerinnen an OBS Studio, um genau im Prinzip diese Aufmerksamkeitsspanne, dieses Bewegungs, dieses, wie soll ich sagen, viele der Teilnehmenden, die sind gewohnt, YouTube zu schauen, viele YouTube-Videos, teilweise was da irgendwie die Kinder aus ihren Kinderzimmern für eine Videoqualität irgendwo rausschicken und an Interaktion reingehen. Das ist wirklich echt beeindruckend. Und um da im Prinzip reinzugehen, finde ich OBR Studio eine tolle Möglichkeit, um halt eine gewisse Interaktivität reinzubringen. Man sagt ja so, alle 7 Minuten sollte irgendwie eine Frage oder irgendeine Interaktion kommen. Und das kann ich halt nochmal unterstützen, indem ich halt auch dann im Prinzip für Bildwechsel sorge. Man kennt es vielleicht so von den Filmen von vor 20, 30 Jahren. Wenn man da mal sich so einen alten James Bond anschaut. Also ich habe die Tendenz, dass ich irgendwie bei solchen Filmen dann schnell irgendwo mein Handy in der Hand habe und parallel noch irgendwie WhatsApp schreibe oder so. Ja. Dahingegen so ein neuer Actionfilm, wo irgendwie, keine Ahnung, alle paar Sekunden irgendwas explodiert, irgendwie Schnitt, Kamerafahrt durch die Stadt, Verfolgungsjagd, da passiert richtig was. Und dann geht es halt irgendwo in ein Online-Training und man bekommt so einen Monolog vorgesetzt und es passiert überhaupt gar nichts, ja. Dass dann irgendwo die Tabs offen sind von, keine Ahnung, LinkedIn, Instagram oder das Handy in der Hand ist, ne? Wundert mich überhaupt gar nicht. Deswegen wäre meine Empfehlung zu gucken, okay, was kann ich machen mit analogen Medien, mit digitalen Medien, wie kann ich die im Prinzip bei mir einbinden, wie kann ich damit im Prinzip eine Interaktion auch wiederum fördern. Auch solche Sachen wie Mentimeter oder Slido, Miro mit reinbinden, Gruppenarbeiten, das sind ja alles irgendwo Elemente, die da sind, die ja auch ja, mit einer kurzen Einarbeitungszeit auch gut zu handeln sind. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass es halt noch mehr genutzt wird. Ja, wobei man da auch wieder aufpassen muss, dass man nicht zu viele Medien mit ins Boot wirft, ne? Also ich merke das auch in meinen Online-Trainings, dass wenn ich dann halt von Padlet über Miroboard über dies und das gehe, dann ja, sind sie schon beim ersten überfordert, weil sie es nicht Absolut, ja. bedienen können. Also es muss halt ja auch so sein, dass es bedienungsfreundlich ist, ja. Genau, Aber also so. Ja, es Entschuldigung. ist immer auch ein Heranführen an diese Elemente, Ja. gerade wenn halt die Teilnehmenden halt nicht damit gewohnt sind zu arbeiten. Und klar, Überforderung wissen wir alle, Überforderung führt nicht zum positiven Lernergebnis, sondern eher zum Gegenteil. Ja. Von den Boards, welches ist da dein Lieblingsboard? Also du hast jetzt Miroboard genannt, aber ist das auch deins, wo du sagst, ja, damit arbeitest du wirklich sehr, sehr gerne? Das kommt ein bisschen darauf an, was man machen möchte und wie viele Freiheiten man haben möchte. Ich finde gerade für Gruppenarbeiten finde ich Miro echt super. Ja, viele arbeiten damit, interessanterweise. Ich jetzt nicht, aber okay, es ist spannend, dass das alle, es wird immer stärker sagen, alle, ja, Miroboard, Miroboard. Okay, gut, dann probiere ich auch mal Miroboard. Was Was ist das ist denn dann Besondere? aktuell? Jetzt wollte ich gerade nochmal eine Rückfrage stellen. Was ist denn dein Liebling aktuell an den digitalen Whiteboards? Ja, ich bin gerade wieder auf der Suche, also weil ich habe halt unterschiedliche ausprobiert. Dann ich versuche eigentlich immer irgendein Tool zu nutzen, wo ein Whiteboard vielleicht mit dabei ist, wo ich aber eben auch andere Möglichkeiten habe. Und dann gehen die aber immer vom Markt oder da wird genau das wieder weggenommen oder dann ist das wieder kostenpflichtig und das finde ich sehr anstrengend auf Dauer und bin gerade wieder so ein bisschen auf der Suche, was Boards angeht. Ah, okay, spannend.
Weil ja Zoom jetzt auch im Prinzip mit dem letzten Updates von vor ein paar Monaten irgendwie dann auch die Whiteboard-Funktion noch mal ein bisschen ausgebaut hat. Von daher finde ich auch das Zoom-Whiteboard so als minimale Hürde, finde ich auch nicht schlecht. Was ich halt an Miro toll finde, gut, geht mittlerweile auch in Zoom, dass man halt Whiteboards vorbereiten kann, dass man ja im Prinzip die Teilnehmenden auch wirklich Ja. auf die Aufgabenbereiche direkt dann auch lenken kann und dass du es auch am Handy nutzen kannst, am Tablet nutzen kannst und Ja. mit dem Stift dann wieder zeichnen kannst. Und ich finde Miro einfach wahnsinnig vielseitig nutzbar. Ja, das stimmt. Also das hatte ich halt vorher mit dem Jamboard, aber ich habe eben immer Angst, dass es dann wieder irgendwie weg ist, ne? Wie Jamboard jetzt auch. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, jetzt hast du dich gerade gut eingearbeitet und dann fängst du ja von vorne an. Ein bisschen unnötig eigentlich, aber ja. Aber gut, ja, ich gucke mir da mal Miroboard an. Was bei dem neuen Zoomboard mich ein bisschen stört, ist, dass ich bis jetzt nicht so richtig hinkriege, dass die Teilnehmer wirklich gut mitarbeiten können. Da gibt es immer wieder auch Probleme, dass sie das öffnen können oder dass sie daran teilnehmen können. Das finde ich immer, da ist immer so eine Hürde irgendwie. So auch technisch, finde ich. Also es ist nicht immer nur, dass die es nicht wissen, sondern dass es auch manchmal einfach nicht funktioniert. Beim Zoom-Whiteboard müssen die Teilnehmenden mit der Zoom-App teilnehmen. Sobald Ja. die mit dem Browser teilnehmen, dann sind sie halt vom Genau. Board ausgeschlossen. Genau. Ja, muss man wissen. Und natürlich dann auch im Onboarding-Prozess oder in der Vorbereitung darauf hinweisen. Ja, absolut. Ja, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp, dass man einfach von vornherein sagt, bitte gehen Sie über die Zoom-App, weil sonst können Sie nicht an bestimmten Sachen teilnehmen. Ja, auch nochmal ein wichtiger Tipp. Ja gut, wir haben schon ganz viele Tipps von dir bekommen. Ich nehme auf alle Fälle mit, dass ich nochmal OBS Studio mir anschauen muss. Komme ich wahrscheinlich auf dich zurück. Und Miroboard gucke ich mir jetzt auch nochmal genauer an. Und ja, danke auch für diese Themen in Sachen Ausleuchtung. Schön, dass du da warst, Thomas. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Lieben Dank für die Einladung.